Das warme Frühlingswetter zieht auch die Outdoor-Sportler wieder ins Freie. Am Tennisplatz Laxenburg waren die großen Baumaschinen im Einsatz und haben der Tennisanlage eine Rundumerneuerung verpasst. Mit dem neuen Red Court hat die Gemeinde ein Alleinstellungsmerkmal. Ist dieser Belag doch so einfach wie genial? Bei uns ist der Untergrund ein wasserdurchlässiger Asphalt und auf dem drauf ist diese Matte. Das ist eine Kunststoffmatte, ungefähr so 1,5 Zentimeter hoch, und in diese Borsten wird dann ein Keramiksand hineingeschüttet. Zuerst ein weißer und dann dieser rote, und wird drüber geschüttet und der setzt sich dort rein und der ist schwerer als normaler Sand. Er kann deshalb nicht verweht werden und spielt sich aber an und für sich gleich wie ein gut gepflegter Sandplatz. Vor der aktuellen Eröffnung waren jedoch Arbeiten notwendig, die eher an den Straßenbau erinnern, denn an eine Sportarena. Dadurch, dass das hier vorher Sandplatz war, hat man den müssen einmal entfernen. Das heißt, es waren einmal große Baggermaschinen im Einsatz, die halt einige 100 Kubikmeter an Material wegführen haben müssen, dann wieder zuführen an Schotterunterbau, dass das wieder mal fest wird. Dann ist hier Fertiger gefahren, also so quasi wie auf der Straße Asphaltfertiger, der halt den Platz einmal mit einem Asphalt eingebaut hat, diese spezielle Drainageschichte. In einer wirklich noch mehr als auf der Straße ist hier halt die Ebenheit ganz wichtig, weil ich nur auf ganz einen geringen Höhenunterschied haben darf. Das haben die Firmen super umgesetzt und dann ist halt noch dieser Kunstrasenplatz draufgelegt worden. Finanziert wurde der neue Platz von der Gemeinde Laxenburg. Wir haben hier in etwa 240.000 Euro investiert in neue Tennisplätze. Wenn man schon investiert, dann macht man es richtig, so wie ich immer sage. Und wir haben uns hier eng abgestimmt mit dem Tennisverein, die natürlich die Experten sind auf diesem Gebiet. Und es war deren Wunsch, diesen Red Clay hier zu verbauen. Das bedeutet, dass man auch eben bei nassen Bedingungen und Witterungen spielen kann. Und wir sparen uns hier die jährliche Frühjahrsinstandsetzung, wir sparen uns die Beregnung. Also macht das auch ökonomisch wie ökologisch Sinn. Er ist also nahezu wartungsfrei und ermöglicht eine deutlich längere Spielsaison. Da auch Wasser den Platz nichts mehr anhaben kann, könnte Laxenburg ja bereits beginnen, das nächste ATP-Turnier zu planen.